Moin Leute und herzlich willkommen bei Let's Play Monster Legends mit eurem Schlosskonflikt bzw. das Killer-LPM. Ja, es ist wieder ein bisschen spät geworden, bzw. so spät, weil ich noch eine Filmserie, wie auch immer, es ist so die erste Folge von einer Serie. Und deswegen wird die als Film ausgestrahlt, heißt The 100. Und ja, das werde ich heute gucken. Und deswegen muss ich mich auch ein wenig beeilen. Das Negative hier an dem neuen BlueStacks ist einfach, dass ich hier keine Zeit habe. Also hier sieht man nirgends die Zeit irgendwie. Mein Handy ist auch gerade nicht in der Nähe und... Naja, da sehe ich jetzt nicht 100%, wie viel Uhr wir haben. Aber ich denke, das wird trotzdem irgendwie passen. So, dann haben wir jetzt auch diesen komischen Werwolf bekommen. So, prima. Nee. So, und dann können wir auch direkt hier im Futter-Dungeon. Aber das Handy bräuchte ich dann doch mal. So, wo habe ich denn das hingelegt? So, ihr seid jetzt live dabei, wie ich mein Handy suche. So, jetzt erst einmal durch den halben Raum getappert. So, ja, ich habe ein langes Kabel und es ist jemand bei Skype online. Das ist jetzt ganz unpraktisch, dass ich hier mein Skype, das macht sie irgendwie ständig wieder auf online. Das geht mir ziemlich auf die Nerven. Aber okay. Ja gut, jetzt muss ich mich wieder bei Skype anmelden, ne? Ja. Komm. So. So. Zack, zack, zack. So, und. Oh, bitte die eingegebenen Daten. Was ist das denn jetzt für eine Scheiße? Egal. Egal, dann müsst ihr halt damit rechnen, dass irgendwie manchmal Skype-Namen aufploppen. Naja, ich denke, ist jetzt auch nicht allzu schlimm. So, hier einmal Pandalfs Deko. Zack, dann haben wir die auch genutzt. Den habe ich auch bald. Bald habe ich ihn. Dann werde ich ihn auch schnell auf 25 hochleveln. In mein Team wird er trotzdem nicht kommen. Vielleicht kriege ich ja noch bei der Insel Metalhead. Ich glaube, also das würde ich mir echt wünschen. Die Chance, ihn da zu bekommen, ist natürlich sehr, sehr, sehr niedrig. Weil irgendwie bekomme ich den nicht. Also ihr seht schon, ich denke, ich werde vielleicht für bis zu Slum Valley kommen, allerhöchstens. Jetzt habe ich hier 4 geschafft, innerhalb von der Hälfte ungefähr. Und das ist ja auch nicht das Beste. Und hier wird es ja auch immer mehr. Also ich denke vielleicht zur Slum Valley noch und mehr dann nicht. Leider. Leider, leider. So, dann können wir direkt mal hier wieder in den Futter-Dungeon. Den werde ich heute auch noch abschließen, weil er nur noch einen Tag und 13 Stunden da ist. Und dann werden wir einfach mal sehen. Stimmt ja, heute ist Mittwoch. Ja gut, dann ist das jetzt ein Video, was vorproduziert wurde. Weil eigentlich lade ich ja erst am Donnerstag hoch. Stimmt, da war was. Da war was. Egal, aber da ich das jetzt ja sowieso aufnehme, habe ich es dann schon mal direkt aufgenommen und dann passt es auch. Nein, wir wollen nicht das Fragezeichen. Wir leveln jetzt einfach mal. Mal sehen. Zumindest unseren Dark School, für jede, die nicht kapiert haben, wieso der Name da ist. Ich weiß es auch nicht. Ich habe ihn nicht so genannt. Monster Legends hat das von alleine gemacht. Und ich war einfach zu faul, ihn umzubenennen. Und das ist die ganze Geschichte vom neuen Dark School. Ja, passt halt. So, Selbstzerstörung auf ihn hier. Mal sehen, zu trinken habe ich so zum Glück noch was. Es
So, ein Panda-Schlag. So. Ja, und heute habe ich im Radio gehört, also heute waren ja Bundesjugendspiele. Und wie es aussieht, sind da, glaube ich, 17 Mädels irgendwie beim Lauf ohnmächtig geworden. Also sind alle ins Krankenhaus gekommen. Da denen irgendwie schwarz vor Augen wurde, wie auch immer. Wahrscheinlich haben sie zu wenig getrunken gehabt. Und naja, zu wenig trinken ist halt bei dem Wetter nicht so toll, ne? So, jetzt warten wir und warten wir. Annehmen, annehmen. Für die Leute, die sich fragen, warum ich nur 3 annehme und nicht 4, das ist, kommt daher, weil, ihr seht es hier, wenn ich hier jetzt auf das Plus drücke, hier bekommt man ja mehr Ausdauer. Und das rentiert sich einfach nur 3 zu nehmen, weil mit der Zeit bekommst du ja immer einen dazu, aber wenn du 4 nimmst, wenn jetzt einen verlierst, fängt er wieder bei 15 Minuten oder irgendwie sowas an. Und so funktioniert das halt besser. Ich hoffe, die Leute haben das jetzt verstanden, die es vorher nicht verstanden haben, wenn nicht. Pech, ne? Ich werde ja auch nicht alles 10-mal erklären. So. Hauen wir die restlichen 2 noch mit dem Lauffeuerhieb weg und dann pascht das. So. Zack. Und es werden wieder 20.000 Futter. Hier werden wir aber echt gut belohnt. So, machen wir das nächste. Okay, alle unter 90, locker easy. Haha, ihr werdet jetzt zerlegt. Okay, der nicht, der nicht. Der ist Pro, der will nicht zerlegt werden. Aber auch Pros können nicht ewig leben. Dann kommt nämlich Lord Moltus und gibt auf Schnauze. So. Und wir bekommen 1500 Futter. Ist ja uns gut. Gehen wir einfach mal eins weiter. So. Laserexekution. Ja, das war wieder doof. Ich hätte einen von den beiden hier lähmen müssen, aber ist doch egal. Lasst mich in Ruhe. So, Pandas Deko. Der komische Vogel schon mal down. Oh. Pyraklomrismus. Pyklasismus. Wie auch immer. Feuerdinger, die aus dem Boden kommen. Fertig. Ihr wisst, was ich meine. Naja. Ja, und ein bisschen Schnupfen habe ich noch und bestimmt gibt es jetzt ein paar, die sich jetzt schon freuen werden, denn wir haben ja bald Ferien. Ja, das wird bestimmt mega geil, also die erste Woche wird wahrscheinlich mehr kommen, da ist meine Mutter mit meinen Geschwistern nicht zu Hause, heißt, ich und mein Vater sind da und der ist sowieso bis nachmittags auf Arbeit, heißt so viel wie, ich habe den ganzen Tag zum Zocken, den ganzen Tag zum Aufnehmen und so weiter. Und das wird bestimmt richtig geil. Und ich werde jetzt alles in Bata stecken. In Dusty 4 habe ich auch in dieser Insel oder was das auch immer ist. Hier in diesem, ja, Hölleninsel, ne? Ach ja, wahrscheinlich wird es auch eine Himmelsinsel geben. Kann die meisten wahrscheinlich auch irgendwo verstehen, ne? Zu einer Himmelsinsel gibt es wahrscheinlich auch eine Hölleninsel. Aber naja, ne? Naja. So, jetzt sind die 2 Teddys hier zusammen. Der fette Teddy und die Teddy-Dame. Genau. Und hier hinten, hier seht ihr die Hölle. Und hier seht ihr den Himmel. Aber
Ich bin mehr der Höllenfan, deswegen, also Himmel wird wahrscheinlich voll langweilig. Und ja, ich denke, Himmel ist nichts für mich. So, jetzt wo wir gerade noch einen Versuch bekommen haben, werden wir den auch noch ausnutzen. So. Laserexekution. Jetzt habe ich den verfehlt. Pandalfs Deko, do your thing. Hau alle weg. So, und jetzt noch den brennenden Stern. Der kommt von oben geschossen und macht alles kaputt. Der zerlegt alles, was sich ihm in den Weg stellt. Ja, Leute, dann würde ich auch sagen, was das mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen oder ein Abo da. Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, könnt ihr diese gerne in die Kommentare schreiben. Ich lese sie immer. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute.